Moin Freunde, Shane TSG TV und heute kommen wir zu einer neuen Folge Kochen mit Shane, aber wir machen heute ja mehr ein Frühstück als ein Mittagessen. Ich muss die Linse sauber machen, Moment. Und somit guten Morgen Freunde, und zwar habe ich hier mir so ein Teil gekauft, und was das ist und was wir damit machen, das seht ihr jetzt. So Freunde, und zwar brauchen wir eine Pfanne, bisschen Fett oder Öl und was darf beim Frühstück natürlich nicht fehlen, Eier. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. So Freunde, wir nehmen jetzt die Eier. Mach Eier! Und schlagen die erstmal in die Tasse. Machen so eine Art Mini-Omelette. So. Dann gibt es ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Gewürz muss sein, ist klar. Und natürlich ein bisschen Salz. So, ein bisschen noch so. Gut. Und ein bisschen getrocknete Petersilie mache ich immer noch so ein bisschen rein, so just for fun. Wer mag, ich mag das so ein bisschen Paprika-Gewürz, nicht viel. So. Reicht, und dann wird das Ganze gerührt. Man kann jetzt auch noch Schinkenwürfel mit reinschmeißen oder ein paar Zwiebeln oder so, wie man den Bock hat. Ja. Das bleibt jedem selbst überlassen. Wir machen hier heute die simple Variante. Das war's auch schon. Dann schmeißen wir zwei Toast in den Toaster. So, mittlerste Stufe. Ich habe übrigens nebenbei mal Haferplätzchen gebacken, versucht zu backen. Gehen eigentlich ganz gut klar, aber sind sehr trocken. Also, aber mit Milch gehen die mega steil. Richtig nice. So, und jetzt kommt der Trick. Wir haben jetzt hier die Pfanne. Junge, dieser Boden. Wir haben jetzt hier die Pfanne. Und jetzt kommt dieses Viereck in die Pfanne. Und das Ei oben drauf. Oder in die Form rein. Okay, es läuft hier ein bisschen durch. Das ist eine Gusspfanne. Ich glaube, die ist ein bisschen mehr uneben. Man könnte vielleicht eine andere nehmen. Übrigens habe ich die Platte vorhin ausgemacht. Ja gut, scheiße. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gefailt, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das ist mein erster Versuch mit dieser Form. Und ihr seht es selber gerade. Vielleicht hätte ich doch die Keramikpfanne nehmen sollen. Man weiß es nicht. Scheißegal. Auf geht's. So. Da das Ganze ja nicht so nackig bleiben kann, habe ich hier noch Thüringer Saftfleisch, nennt sich das Ganze. Und zwar ist das ja eine Art Kochschinken. Oder es ist, glaube ich, sogar einfach nur Kochschinken. Und es heißt einfach bloß Thüringer Saftfleisch. Ich weiß es gerade gar nicht. Aus der Schweinehüfte zerkleinert, gepökelt, zusammengefügt, gegart. Ja, es ist eben der abgepackt, ihr seht das. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber es passt genau aufs Toast drauf. Und deswegen kaufe ich die Dinger immer. Davon nehme ich dann zwei Scheiben und die kommen dann mit auf das Toast. Ja, so, jetzt zwischendurch ein bisschen gefällt, Leute, aber es läuft wie das Ei in die Form. Ich kippe jetzt einfach alles rein. Bin mal gespannt, wie das wird. So, Freunde, das Toast ist fertig, so ein bisschen angetoastet, nicht krass dolle. Und ich persönlich lasse jetzt hier so ein bisschen, ja, Kräuterbutter drüber träufeln, schmolzende. Mega nice. Mega nice, mega lecker. Also Gewürz ist auf jeden Fall da an der Stelle. So, eine Hälfte und die zweite Hälfte. Ja. Des Weiteren brutzelt unser Ei hier. Ich weiß bloß nicht. Ja, ich habe definitiv zu viel reingemacht. Das ist mein erster Versuch mit dem Teil, aber es hält. Aber unten wird es bestimmt ziemlich dunkel sein, und das ist das Problem. Ja, Freunde, ich habe es befürchtet, es ist zu dunkel. Ach, das ist mies, das ist mies. Aber gut, es passiert, man kann auch mal failen. Also Freunde, also das können wir so nicht stehen lassen. Ich habe jetzt hier die andere Pfanne genommen. Diese Gusspfanne, ich weiß nicht, ob ich die einbrennen muss oder so. Ich habe keinen Plan, ich muss mich da mal erkundigen. Das war ja wirklich absoluter Schritt. So, Pfanne ist heiß. Neustart, ich habe das Ei übrigens weggeschmissen. Habt ihr gesehen, wie es aussah. Ein Ei jetzt bloß. Sozusagen ein Eineiiger. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Das ist doch viel nicer. Das ist doch, ja, so muss es sein. Warum nicht gleich so, Alter? Aber gut. So läuft's hier beim Shane. Es war der erste Versuch, und was willst du da machen? Das ist, ja, scheiß drauf.
Da lassen wir uns nicht unterkriegen. Mal noch ein bisschen Dings drauf hier, so ein bisschen getrocknete Petersilie. Aber wir müssen die Pfanne, die Platte runterstellen, meine ich. So. Das ist optimal, du. Mache Eier. Der Nachteil ist übrigens, dass das Toast jetzt bestimmt ziemlich weich sein wird. Aber gut, das merkt man nicht. Beziehungsweise, es schmeckt ja trotzdem mit dem Ei und dem Würzfleisch zusammen. Saftfleisch, Entschuldigung. Mega nice. So, ich muss jetzt hier ein bisschen rumhantieren, muss jetzt hier das obere so ein bisschen verschieben, weil ja, oben wird er nicht hart. Das ist das Problem. Du kannst einfach auch keinen Deckel drauf machen wegen dem Teil hier. Oder du müsstest ihn so halb drauf machen, das würde vielleicht gehen. Das würde auch was ausmachen. Aber ich habe jetzt auch gerade keinen direkt da. Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Ja, kippen das so ein bisschen rüber. Und lassen das dann aus der Form fallen und braten das von der anderen Seite. Da ist das Ganze. Ich baller euch das übrigens in die Videobeschreibung, wenn ihr das mal angucken wollt. Mega nice. Kann man sich gönnen, ist ja ein kleines Spielzeug, sage ich mal. Ob man es jetzt unbedingt braucht, ist, sei mal dahingestellt. Wer jetzt das so perfekt, wer ein Omelette perfekt auf seinem Toast haben möchte, dann ist das natürlich optimal. Ich wollte es vorhin so ein bisschen abwaschen, das ist ein bisschen schwierig, weil diese Ränder, das brennt sich ganz schön rein. Vielleicht ein bisschen einweichen vorher. Also mit Spülmaschine sollte eigentlich kein Problem sein, falls es hält. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das Spülmaschinen geeignet ist. Ansonsten ist es mega nice, es passt jetzt genau aufs Toast drauf. Machen wir mal die Platte aus, die ist aus, gut. Und ich weiß nicht. Genial, oder? Zack. Gut. So, wir nehmen jetzt hier das Saftfleisch. Ich nehme so zwei Scheiben, reicht vollkommen hin. Passt genau drauf und das ist der Sinn der Sache. Jetzt könnte man natürlich auch noch Sandwichkäse nehmen, aber das lassen wir mal zum Frühstück weg. Zwiebeln wären jetzt noch geil zum Frühstück oder ein bisschen Bacon ersatzweise. Aber ich feiere das so, das reicht mir vollkommen hin zum Frühstück. Kann man sich gut geben. Morgen gibt es dann wieder Haferkekse. Aber man muss auch mal ein bisschen flexibel sein. Ja? Hier ist übrigens noch Mittag, auch noch von gestern, was ich aus dem Kühlschrank geholt habe, weil das in der Pfanne war. Auch mega lecker. So ein bisschen Nudeln, ein bisschen Pute. Das ist, ja, Essen muss sein, Freunde. Sonst fällt ihr von der Stange. Aber passt auf, was ihr esst. Also es ist auch nicht ganz gesund, aber lecker ist es. Somit würde ich sagen, es geht los. Zack. Das oben drauf. Klasse. Da ist nun das Ganze. Wir schneiden einmal durch für die Optik. Jo. Das kann sich doch sehen lassen, oder was? Klasse. Einfach nur nice. Wie gesagt, ihr könnt damit jetzt übelst übertreiben. Ihr könnt da jetzt Knoblauch reinschmeißen, Zwiebeln, frische Petersilie, ach, was weiß ich. Weiß der Geier. Auf jeden Fall eine ganze Menge, variabel bis sonst wohin, flexibel ohne Ende auf jeden Fall. Also nur dieser Kanal ist flexibler und einen guten Hunger, das ist mal ein Frühstück, ey. Mega geil. Also das Ei holt ja alles raus mit den Gewürzen. Man könnte vielleicht noch einen Dip dazu machen oder so. Relativ trocken, aber naja, ist klar. Ist jetzt, na gut, wir haben eigentlich ganz schön Kräuterbutter draufgeschmissen, aber naja, die ist zerlaufen und. Also hier ist es sehr trocken Richtung Rand, ist klar. Aber hier innen drin, das Ei ist so saftig und dennoch das Saftfleisch dazu, wie es der Name schon sagt. Mega geil. Mega nice. Wahnsinn. Einfach wunderschön. Einfach wunderschön, ohne Scheiß. Das ist ein Frühstück, so muss es sein. Dankeschön fürs Einschalten, wunderschön, dass ihr dabei wart.